Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter hier. Ja, die nächsten Tage werden überwiegend erstmal unter Hochdruckeinfluss stattfinden. Wahrscheinlich setzt sich das auch in der nächsten Woche erstmal fort. Ja, es können sich aber durchaus mal ein paar Störungen einschleichen, die sogar mal etwas Schnee bringen können. Und insgesamt sind es für März jetzt doch relativ frische Aussichten, denn es stellt sich wohl vor allem ab dem Wochenende dann eine Ostwetterlage ein. Das heißt, es erreicht uns doch relativ kalte Luft aus Osten. Wir schauen aber natürlich mal auf die nächsten Tage erstmal. Heute wird uns ein recht schwach ausgeprägter Tiefausläufer, ein Frontensystem im äußersten Nordwesten erreichen. Das löst sich aber doch relativ schnell wieder auf und wird am Dienstag nur noch Wolken zurücklassen. So wird es heute dann am Nachmittag dichtere Wolken geben, speziell so im Nordwesten, breiten sich so etwa von der Eifel, Nordrhein-Westfalen bis zur Nordsee und nach Schleswig-Holstein aus. Es kann im äußersten Nordwesten auch mal ein bisschen Regen geben. Ansonsten, je weiter man dann eben noch im Süden und im Osten ist, desto mehr Sonnenschein wird es geben. Die Temperaturen sind entsprechend unterschiedlich. Wir erreichen so im Westen durchaus noch mal zweistellige Werte. Nicht ganz so mild wird es weiter nach Osten und Nordosten. Am Mittwoch bleiben dann noch einige Wolken zurück. Es wird kaum noch Niederschlagsneigung geben. Es bleibt überwiegend trocken. Allerdings ist es eben verbreitet in Deutschland insgesamt doch wolkiger, als es jetzt heute vor allem nach Süden und nach Osten noch der Fall ist. An den Temperaturen ändert sich noch nicht allzu viel und wir sehen dann in den darauffolgenden Tagen, am Donnerstag und am Freitag, werden wir weiterhin unter Hochdruckeinfluss liegen und die Temperaturen, die gehen vor allem nach Osten hin schrittweise etwas zurück. Wir werden so eine Teilung haben, dass es speziell dann so nach Norden und nach Osten hin insgesamt etwas wolkiger ist. Hier ist die Neigung zu Nebel und Hochnebel dann erhöht und je weiter man im Westen und im Süden so ist, desto häufiger wird die Sonne wohl scheinen. Hier gibt es sogar auch häufiger strahlend blauen Himmel. Wie gesagt, nach Osten und nach Norden dann vor allem so am Freitag wohl stärker bewölkt und es können am Freitag auch mal einzelne Schneeregen oder sogar Schneeschauer dabei sein. Wir sehen, die Temperaturen liegen hier vor allem Richtung Oder und Neiße dann teilweise so sogar nur noch bei maximal bis zu 4 Grad. In den Nächten gibt es hier dann auch wieder häufiger Frost, beziehungsweise das hatten wir ja auch jetzt schon. Frost wird dann vor allem aber auch ab dem Wochenende in den Nächten wieder ein Thema werden, denn am Wochenende gelangen wir zunehmend zunächst mal eine nordöstliche bis östliche Strömung. Es erreicht uns insgesamt auch recht frische Luft jetzt für die Jahreszeit für März und so wird sich das am Wochenende in den Nächten wohl so darstellen, dass wir verbreitet es in Deutschland mit Frost zu tun haben, der durchaus eben auch mal minus 2 bis minus 5 Grad erreicht. Das heißt, die Nächte werden wohl insgesamt recht knackig werden am Wochenende. Das Wetter wird wohl weiterhin eher eine Teilung zu bieten haben. Das heißt, wir haben vor allem so nach Norden und nach Osten hin auch mal kompaktere Wolkenfelder, mal Nebel- oder Hochnebelfelder. Und wahrscheinlich, je weiter man so im Westen, Südwesten und Süden ist, desto sonniger wird es werden, desto mehr Sonnenschein ist mit dabei. Und die Temperaturen sind dann auch recht unterschiedlich. Die gehen insgesamt etwas zurück. Wir erreichen aber wahrscheinlich noch zumindest am Rhein knapp mal zweistellige Werte. Ansonsten bleibt es deutlich kälter dann vor allem im Nordosten bzw. im äußersten Osten und im Norden. Dann da werden die Temperaturen im deutlich einstelligen Bereich liegen. Und ich erwähne auch nochmal dabei, das sind ja die Tageshöchstwerte, die dann nachmittags mal kurz erreicht werden. Wir erinnern uns, gerade gesehen die Tiefstwerte, morgens starten wir verbreitet, knackig frostig in den Tag. Es wird also schon eine recht kalte und frische Angelegenheit am Wochenende werden. Schauen wir mal in die nächste Woche hinein. Wie ist der Trend der Wetterlage? Und da sind sich die Wettermodelle doch relativ einig. Wenn wir uns jetzt mal das ECMWF und das GFS-Wettermodell anschauen, dass sich eine kräftige Hochdruckzone von Skandinavien aufbaut, ja, und bis nach Russland rüber. Und dann würde eben die kalte Luftmasse direkt aus Russland zu uns kommen. Das klingt jetzt in diesen Zeiten etwas komisch, gebe ich zu. Aber es ist nun mal der Fall bei der Wetterlage, dass die Modelle das recht einheitlich rechnen, dass wirklich so genau von Russland her, von über Osteuropa, dann eben die Kaltluft zu uns strömt zu Wochenbeginn, dass sich eine Ostwetterlage einstellt. Diese Ostlagen, die wären natürlich jetzt, wenn wir jetzt Januar noch hätten, Dezember oder auch jetzt Anfang Februar, wären die natürlich deutlich kälter, als sie jetzt der Fall sind. Das heißt, so etwas zahnlos sind diese Ostlagen jetzt im März schon, aber es wird wohl eine insgesamt recht frische Angelegenheit, vor allem verbreitet in den Nächten frostig. Ja, und auch tagsüber wird sich das Ganze doch
wohl recht frisch anfühlen. Wenn wir im weiteren Verlauf schauen, gehen die Wettermodelle natürlich ein bisschen auseinander. Und da schauen wir uns mal wieder das GFS-Wettermodell und das ECMWF an. Nach dem ECMWF kippt das Ganze so ein bisschen. Das Hoch schwimmt ein bisschen weiter nach Süden. Die kälteste Luftmasse wird ein bisschen abgedrängt und wir liegen nicht mehr im Zustrom der kältesten Luft dann. Im Verlauf der zweiten Wochenhälfte nächste Woche. Das GFS-Wettermodell hat das Hochdruckgebiet weiterhin sehr kräftig und uns weiterhin in einer östlichen bis südöstlichen und recht kalten Strömung. Das heißt, da würde das Ganze noch nicht abreißen. Der Knackpunkt ist vor allem auch, was tut sich dann auf dem Atlantik? Hier bilden sich wohl kräftige Tiefdruckgebiete als Gegenspieler. Und dann wird natürlich die Frage sein, wie schnell drücken die dann mit milderen Luftmassen rein? Das ist natürlich noch fraglich, wie lange dann diese kalte Ostlage wohl insgesamt andauern wird. Schauen wir uns noch die Niederschlagsmengen an. Und da schwanken die Modelle immer mal wieder. Es ist ja eher eine Hochrandlage. Wir liegen mehr so am Rande dieses Hochs, was so von Skandinavien bis in den Nordwesten Russlands liegt. Und deswegen kann es durchaus sein, dass mal so ein paar feuchte Felder hereinkommen aus Osten, die auch mal etwas Schnee oder Schneeregen bringen. Die Niederschlagsmengen aus dem ECMWF sehen aber insgesamt eher wenig Niederschlag für große Teile von Deutschland. Am ehesten kann es durchaus mal Schnee und Schneeregen geben, wahrscheinlich so zwischen der Ostsee und den Alpen. Das heißt, so in der Osthälfte Deutschlands nach Westen hin wird es wahrscheinlich sogar fast durchweg trocken bleiben. Ich könnte jetzt auch einzelne Schneehöhenkarten heraussuchen. Ich habe mir das mal angeschaut, das schwankt wirklich alle 6 Stunden von Berechnung zu Berechnung. Da schauen wir lieber die nächsten Tage mal genauer drauf, was sich da vielleicht noch in Sachen Schnee tun wird. Es lohnt einfach nicht, jetzt da auf einzelne Berechnungen zu schauen. Wie gesagt, insgesamt Niederschlagsneigung wohl für große Teile Deutschlands erstmal gering, überwiegend unter Hochdruckeinfluss. Schauen wir uns dazu 2 Trends an, was das bedeutet. Wir blicken mal nach Westen hier stellvertretend auf Koblenz und wir sehen insgesamt doch recht freundliches Wetter. Was heißt, dass auch häufig die Sonne dabei sein wird? Das sehen wir unten an diesen Symbolen hier, beziehungsweise dieses Gelbliche, das ist doch durchaus vorhanden mit Sonnenschein. Ansonsten frostige Nächte, zurückgehende Temperaturen ab dem Wochenende, insgesamt recht frisch. Tageshöchstwerte dann eben nur noch im knapp einstelligen Bereich und wie gesagt, nachts Frost im weiteren Verlauf, zweite Wochenhälfte nächste Woche. Große Unsicherheiten, ob es aus Westen wieder etwas milder wird. Das steht wie gesagt noch in den Sternen, ob der Atlantik hier mit den Tiefs schon wieder etwas mildere Luft aus Süden bzw. Südwesten reindrückt. Schauen wir weiter mal auf einen Trend hier nach Osten hin. Wir blicken einfach mal auf Berlin hier. Wir sehen, es sind insgesamt schon recht frische Aussichten. Auch hier verbreitet Nachtfrost. Tagsüber nur noch knapp über 0 Grad, die Tageshöchstwerte. Insgesamt ist es schon recht frisch für März. Es sind hier unten keine Niederschlagssymbole drin. Also die Tendenz von vielen Berechnungen ist wohl eher zu überwiegend trockenem Wetter. Ich erwähne es aber, ich will nicht ausschließen, dass es in Berlin doch mal für den einen oder anderen Schneeschauer reichen wird, dass es hier sogar mal vorübergehend nächste Woche weiß werden kann. Das will ich nicht ausschließen und will ich einfach mal erwähnen, auch wenn im Trend hier unten jetzt keine Niederschlagssymbole drin sind. Ja, da schauen wir natürlich die nächsten Tage auch noch genauer drauf, wie entwickelt sich das mit dieser doch recht kalten Ostwetterlage. Wird Schnee vielleicht doch noch nächste Woche ein Thema werden? Dazu natürlich mehr in den folgenden Videos hier. Abonniert dazu einfach unseren Kanal. Eine schöne Woche wünsche ich noch. Bis dann und ciao.